Herzlich willkommen zur ersten TokTok-Ausgabe im neuen Jahr. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der Naturwissenschaften. Unser Gast war im Jahr 2006 mit nur 35 Jahren der bis dahin jüngste Professor unserer Universität. Seither fühlt er sich in der Erforschung der Molekülchemie am wohlsten und wurde vom Fachschaftsrat schon mehrfach für seine hervorragende Lehre ausgezeichnet. Seine Zeit als Dekan der Fakultät geht vielleicht dem Ende entgegen, nicht aber sein universitäres Engagement. Professor Dr. Michael Mehring wuchs am Rande des Ruhrgebiets auf. Eine Sportverletzung beendete seinen Schülertraum der Volleyballkarriere und so begann er im Jahr 1990 an der Universität in Dortmund Chemie zu studieren. Schon 15 Semester später hielt er seine mehrfach ausgezeichnete Doktorarbeit in den Händen. Es folgten sein Postdoktorat in Montpellier und die Habilitierung in Dortmund. 2006 kam er dann nach Chemnitz, um die Professur der Koordinationschemie zu übernehmen. Heute hält er außerdem die Rolle des Dekans der Fakultät für Naturwissenschaften sowie die des Studiendekans für Advanced Functional Materials inne. Sein Forschungsinteresse gilt aktuell vor allem der Molekül- und Materialchemie. Mit dem Ziel, diese Forschungsarbeiten auch international weiter zu etablieren, blicken er und seine Arbeitsgruppe gespannt in die Zukunft. Hallo Herr Professor Mehring, herzlich willkommen bei TokTok. Hallo Frau Müller, herzlichen Dank für die Einladung. Lieben gern. Wenn ich so an die Fakultät für Naturwissenschaften denke, dann fallen mir eigentlich zuerst die traditionellen Weihnachtsvorlesungen von den Chemikern und den Physikern ein. Und das ist immer ganz bunt und ganz laut und begeistert eigentlich die ganzen Menschen, die immer in dem vollen Hörsaal sitzen. Aber womit beschäftigt sich denn die Fakultät abseits von dieser, ja ich sag mal, weihnachtlichen Unterhaltungsshow? Naja, vielleicht zunächst einmal, Chemie ist nicht grundsätzlich laut, bunt, grell, das ist natürlich das, was ich erwarte, wenn ich in so eine Weihnachtsvorlesung gehe. Aber eigentlich ist das, was wir machen, eher still und leise. Und wir versuchen das zu verhindern, dass es in irgendeiner Form laut wird. Das ist das, was man so wahrnimmt. Aber im Grunde ist das, was man eben nicht wahrnimmt, Chemie und Physik, findet sich in allen Produkten, in allen Prozessen. Vielleicht nehmen wir ein Beispiel, nehmen wir das Handy. Über 30, 40 Elemente des Periodensystems sind dort verbaut und eigentlich Energiespeicher, Materialien für Energiespeicher, Datenspeicher und so weiter. Das ist eigentlich das, was Chemie und Physik dann auch an der Stelle eben ausmacht. Und mit solchen Sachen beschäftigen wir uns eher, also mit den leisen Sachen und dann mit grundsätzlichen naturwissenschaftlichen Fragestellungen. Also wie sieht vielleicht die Elektronik der Zukunft aus? Brauche ich da für Elemente, was ist dort verbaut? Oder wir beschäftigen uns auch mit den Ideen, wie man Wasser reinigen kann in einigen Projekten. Aber ganz grundsätzlich geht es eigentlich immer darum, nicht am Ende der Prozesskette die Produkte zu machen, sondern wir wollen das verstehen, was ganz am Anfang steht und vielleicht irgendwas entwickeln, was in ferner Zukunft dann mal wichtig ist. Ich mache ein Beispiel. Nehmen wir vielleicht das Beispiel der Brennstoffzelle, was jetzt für die Universitäten ganz Wichtiges ist. Ich hatte das ja schon mal erzählt, 1838 ist letztendlich das Prinzip aus naturwissenschaftlicher Neugier entdeckt worden. Und erst heute ist man in der Lage, oder hat man das eigentlich so entdeckt, dass das wirklich für die Zukunft eine ganz wichtige Technologie sein wird. Und um diese ganzen Themen, mit denen sich unsere Wissenschaftler zusammen befassen, haben wir das versucht einzuordnen in vier Schwerpunktbereiche, also da wäre der eine Bereich komplexe Materialien, Fragestellungen vielleicht Elektronik der Zukunft, magnetische Datenspeicher der Zukunft oder wie kann man Elektronenspins ausnutzen, um damit vielleicht Kommunikation zu betreiben. Oder vielleicht ein anderer Bereich ist dann unser Schwerpunkt vom Molekül zum Funktionsmaterial. Da wird so der molekulare Bereich abgedeckt, neue Moleküle zu synthetisieren. Oder eben auch Moleküle maßgeschneidert zu synthetisieren, um aus diesen dann ein Funktionsmaterial herzustellen. Wir haben so ein Prinzip der Zwillingspolymerisation entwickelt als DFG-Forschergruppe oder andere beschäftigen sich mit der Oberflächenmodifizierung. Etwas neuer ist der Bereich der Sensorik und Kognition. Da geht es in erster Linie um menschliche Sensorik, also wie kann ich mit ihnen interagieren, was nehme ich so auf, aber eben wie kann ich das dann verstehen. Und ein komplexes Beispiel, vielleicht kennen Sie Rubins Gesichtsvase-Umkehr oder Vase-Gesichtsumkehr, wenn man es nimmt. Und je nachdem, wie man draufschaut, entweder Gesicht oder Vase. Und das muss man verstehen, diesen multidimensionalen Reiz. Und wir versuchen das umzusetzen dann auch in die Technik. Und da geht es bis zu Fahrerassistenzsystemen. Und dann der vierte Bereich, der überspannt das so ein bisschen. Das ist naturwissenschaftliche
Modellierung und Simulation. Und da berechnen wir Eigenschaften von Materialien, wir schauen uns Prozesse an oder wir verknüpfen das eben Sensorik und Kognition eben auch mit Modellen. Und das sind so die hauptsächlichen Arbeitsbereiche. Die vier Bereiche, die Sie genannt haben, in denen wird ja jetzt nicht nur geforscht, sondern es wird ja auch gelehrt. Und was lernen denn dann die angehenden Chemiker und Physiker bei Ihnen? Ja, ganz viel. Aber in erster Linie sollen sie natürlich naturwissenschaftliche Bildung erstmal erfahren, ganz grundständig. Und das machen wir eben auch in den grundständigen Studiengängen Chemie und Physik. Und darüber hinaus haben wir dann aber auch interdisziplinäre Angebote, Computational Science oder eben auch Advanced Functional Materials und eben den Studiengang Sensorik und kognitive Psychologie. Und beteiligen uns auch noch an dem MINT-Studiengang, also Mathematik, Informatik und Naturwissenschaft mit Anwendungen in der Technik. Aber grundsätzlich erstmal naturwissenschaftliche Bildung. Aber dann wollen wir auch Leute ausbilden, die eben nicht Fallbeispiele anwenden können in der Industrie, sondern das gibt es auch. Aber eigentlich wollen wir doch, dass wir Leute entlassen und mit einer Kompetenz ausrüsten, dass sie Probleme lösen können. Also, und am besten Probleme, die heute noch gar nicht existent sind, sodass wir also eine Problemlösungsstrategie auf den Tisch legen können. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ausbildungskriterium. Und das hilft uns, vielleicht das, darf ich das noch ergänzen, dass wir eine relativ oder vergleichsweise kleine Studierendenzahl haben. Das brauchen wir aber auch, um ein gutes Betreuungsverhältnis zu haben. Und wir können dann die Studierenden tatsächlich auch in Praktika, in direkte Forschungspraktika mit einbauen, wo sie dann auch direkt an aktueller Forschung arbeiten. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und da kann ich jedem nur empfehlen, kommt an unsere Fakultät, ihr seid direkt auch mit Forschung konfrontiert. Sie hatten es ja eben schon erwähnt, und zwar den Studiengang Sensorik und kognitive Psychologie. Und der wurde jetzt im vergangenen Herbst ausgezeichnet mit dem Lehrpreis der Universität. Was ist denn das Besondere an diesem Studienkonzept? Also in diesem Studienkonzept ist sicherlich die Interdisziplinarität. Wir verknüpfen dort eben Naturwissenschaften, naturwissenschaftliche Bildung mit Psychologie. Und das ist etwas, was eigentlich einzigartig in Deutschland ist. Häufig schaut man auf die eine oder auf die andere Seite, aber die Grundwissenschaft oder die naturwissenschaftlichen Grundlagen sind natürlich Basis für, wie nehme ich etwas auf, wie die menschliche Sensorik funktioniert und ist dann auch Basis, wie ich sowas transformieren kann, dann in den Bereich Technik oder Fahrerassistenzsysteme, sodass ich das auch wieder aufnehmen kann, was die ganzen Daten, die werden gesammelt und wieder aufbereitet. Und solche Dinge werden eben in diesem Studiengang angegangen. Und wir haben ja nicht nur den Lehrpreis für den Studiengang bekommen, sondern wir haben ja auch den Lehrpreis für eine Lehrveranstaltung von Professor Schwarz bekommen, wo er die ganze Kette naturwissenschaftliche Grundlagen bis hin zur Unternehmensgründung mal am praktischen Beispiel mit den Studierenden durchgegangen ist. Und das hat sehr guten Anklang gefunden. Und ja, das ist etwas, was letztendlich, glaube ich, zu der Auszeichnung geführt hat. Wenn man sich jetzt aber in Deutschland so umschaut, dann sind die Institute für Chemie und Physik, so wie Sie das auch schon so ein bisschen angedeutet haben, hier an der Universität eher ein bisschen kleiner gehalten als anderswo. Dafür engagiert sich die Fakultät ja aber sehr stark im Bereich des Wissenstransfers und versucht auch schon, die Kleinsten zu motivieren, sich für Naturwissenschaften zu begeistern. Wie kann denn das gelingen? Ja, vielleicht erstmal der eine Punkt. Ja, das sind relativ kleine Institute, aber es gibt natürlich dann auch Synergien zwischen Chemie und Physik, was an sich auch schon gut ist. Und was Sie angesprochen haben mit den Kleinsten ist natürlich ist ganz wichtig, weil ich habe das vorhin mal angesprochen, im Grunde weiß man nicht, wo die Naturwissenschaften so drinstecken. Ja, und wir müssen eigentlich den Kleinsten noch viel mehr diese Begeisterung an Naturwissenschaften nahelegen. Die Kleinen, die experimentieren noch ganz gerne. Also das ist, wenn man in die Grundschulen geht, ist das Ganze faszinierend. Und das müssen wir erhalten. Und dafür haben wir ja zum Beispiel das Wunderland Physik. Das wäre jetzt, glaube ich, seit 2006 ist das, glaube ich, aufgesetzt worden. Und momentan sind es bis zu 3000 Schüler aus verschiedensten Altersstufen, die dort letztendlich dann auch selbst experimentieren. Und in der Chemie gibt es nicht so ein großes Konzept, aber kleinere. Da gibt es zum Beispiel REAGI, das kleine Reagenzglas. Das ist letztendlich Professor Lang, anorganische Chemie, hat dort eine Kooperation mit
Kindertagesstätte, Grundschule und Gymnasien und vermittelt dort Chemie, gibt aber auch weitere Aspekte wie unsere Schülerpraktika, die zwei- oder dreiwöchig bei uns absolviert werden können. Und natürlich auch unseren Stöckert-Wettbewerb. Wir haben zweimal im Jahr haben wir die Schüler aus der Umgebung hier und die messen sich dann im Wettstreit, wer ist der beste Chemiker. Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Und Weihnachtsvorlesungen, wir machen auch weitere Experimentalvorlesungen. Da fehlt manchmal die Zeit, weil es ist sehr aufwendig, es vorzubereiten, aber es begeistert natürlich die Kleinen und auch die Großen. Ja, und all das, was Sie jetzt erwähnt haben, das haben Sie ja nun die vergangenen 6 Jahre als Dekan begleitet. Nun ist es ja aber so, dass Sie im März aus dem Amt ausscheiden werden. Schauen Sie da vielleicht auch so ein bisschen wehmütig zurück und was wünschen Sie sich vielleicht von oder für Ihrem Nachfolger? Ja, wehmütig vielleicht nicht unbedingt, weil ich bleibe ja erhalten und ich werde ja auch weitere Aufgaben wahrnehmen. Ich bin ja weiter Studiendekan für den Advanced Functional Materials Studiengang und es sind ganz viele Aufgaben, die noch warten. Aber natürlich, das war eine sehr spannende Zeit. Wir haben viele Projekte angestoßen oder begleitet. Und ich blicke natürlich zum Beispiel auf unsere DFG-Forschergruppen Spintronics und Zwillingspolymerisation. Vielleicht auch an die Anknüpfung zum Exzellenzcluster Merge und auch unsere Verknüpfung zu dem Exzellenzcluster in Dresden, der sich mit Elektronik beschäftigt hat. Dann Advanced Functional Materials hatte ich schon angesprochen. Ich hoffe mir, dass das eben auch zukunftsträchtig weitergeführt wird, weil das ist sicherlich wichtig für unsere Internationalisierungsstrategie und ganz grundsätzlich eben auch internationale Studierende hier zu gewinnen und hier in die Forschung einzubetten. Ja, und ich erhoffe mir, dass wir auch noch mehr interdisziplinär arbeiten. Ich hatte es gesagt, relativ kleine Institute, aber das gibt Synergien im Bereich Chemie, Physik. Das ist nicht selbstverständlich in Deutschland. Und ein weiterer Baustein ist das Gebäude, in dem wir heute hier sitzen, Forschungsgebäude Main, Materialien, Architekturen und Integration von Nanomembranen. Also auch Themen wie flexible Elektronik spielen hier eine Rolle, wo Chemiker, Physiker, Materialwissenschaftler zusammenarbeiten. Und das muss alles noch nach vorne gebracht werden. Wir werden dort als Keimzelle, ich hoffe, dass das als Keimzelle funktioniert. Ja, und ich hoffe, dass all diese Dinge, die wir angestoßen haben, von meinem Nachfolger dann auch entsprechend erfolgreich weitergeführt werden. Und da wünsche ich ihm viel Erfolg dabei und gutes Gelingen. Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin gutes Gelingen bei Ihren beruflichen Vorhaben und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Herzlichen Dank. Wir sprechen beim nächsten Mal mit dem Mann, der dafür sorgt, dass an unserer Universität nichts und niemand vergessen wird. Stefan Luther behütet jede Menge Archivgut, von der Studentenakte bis hin zu Urkunden und Fotos längst vergangener Tage. Wir sprechen mit ihm über die Schwierigkeiten der Konservierung und auch den bevorstehenden Umzug in die alte Aktienspinnerei. Sollten Sie Herrn Luther hierzu eine Frage stellen wollen, dann erreichen Sie uns unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Bis bald!